Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Wir spielen heute Imagine Earth. Bevor wir beginnen, wenn ihr mehrere Folgen am Stück sehen wollt, die beste Möglichkeit das zu tun, ist über die Playlist. Link dazu findet ihr in der Description. Imagine Earth ist, so wie ich das gelesen habe, ein Aufbauspiel, ein Aufbaustrategiespiel. So ein bisschen was, so eine Art City Builder. Allerdings scheint es so, als würden wir auf einem 3D-Planeten bauen, also nicht auf einer 2D-Oberfläche. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich weiß sonst nicht so viel darüber. Dann noch ein herzliches Dankeschön an die Entwickler / Publisher, dass sie mir einen Key für dieses Spiel gratis zur Verfügung gestellt haben. Damit ich euch das zeigen kann. Wenn ihr euch das selber mal anschauen möchtet, Link dazu findet ihr auch in der Description. Ja, ich habe mir überlegt, was wir am besten tun. Kampagne ist, ich weiß nicht, ob das ideal ist für ein Let's Test, wo wir einfach nur ein paar Folgen spielen. Allerdings müsste ich, ja, ich kenne das Spiel nicht, deswegen ist wahrscheinlich, ich vermute, das Tutorial ist in der Kampagne mit drin. Deswegen werden wir die Kampagne spielen. Welcome to Imagine Earth LTD. Your job as a space colony manager is building sustainable civilizations. Establish thriving and profitable colonies on a global scale. Gut. Greetings. I am Alia. Thank you for your interest in the colony management job at Imagine Earth Limited. Okay, fängt mit Dialogen an. Interessant. Do you like its unique beauty? Okay, ich sieht so aus, als wäre das das Tutorial. Has enabled us to travel in hyperspace. New habitable biospheres are constantly being identified. Tolle Sache. Okay, wir sind in Andromeda-Galaxie. Kleine Trivia, Andromeda-Galaxie ist neben der Milchstraße die andere große Galaxie, die ja, sich in unserem intergalaktischen Nachbar, in unserer intergalaktischen Nachbarschaft befindet. So, Kampagnenfortschritt 0%, Zielvorgaben, Ideen geliefert, kolonisierte Planeten, 10 Stück, Forschung, Firmenrating. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf. Application test will take place on Tuto. One of the smallest planets in the area and an idyllic paradise. Let's build a magnificent colony with 900,000 inhabitants. If we reach that population, we will be granted the planet. We urgently need its yields to remain competitive. Schwierigkeitsgrad 2 von 3. Das ist hoch für dafür, dass es das erste ist. Aber okay, Zielvorgaben erfüllt 0 von 5. Kolonie Rating 0. Naja, welcome mal aboard. Gucken. We are approaching Tuto. This little planet already offers good conditions for a stately colony. Schön, okay, das wäre. Your job is to build cities and their supply networks. Ja. The global management interface is designed to make every operation as simple as possible, so you can focus on important global matters more easily. Hervorragend. Use the mouse wheel or the button's key. Hold the right mouse button and drag the mouse to. Clicking the right mouse button closes every menu. It closes this message as well. If I want to point something out to you, an icon will appear on the planet. Rotate the planet until you find it and activate the message with the left mouse button. Okay, da ist es. Click on a free field in the target area to open the build ring. Select the city center and choose the land. Okay, jetzt haben wir hier wirklich so ein richtiges Tutorial. Das ist natürlich eine gute Sache. Also, was sollen wir tun? Wähle das City Center aus und bestimme den Landeplatz. Achte darauf, möglichst viel Bauland in deinen Radius zu bekommen. Also sieht sehr Civilization-mäßig aus. Ups. Geht immer wieder zu. Ich weiß nicht, was ich... Stadtzentrum. Okay. Ich denke, wir sollten es hier drauf bauen. Helderungen. Ja, wie auch immer. Das ist, spielt nicht so eine Rolle. Okay.
your buildings and city districts can only be built within this area. Ja, auch wie Civilization. Das ist ein bisschen eine Sci-Fi-Version von Civ, denke ich. Jetzt benötigen wir Nahrungsmittel für die Einwohner unserer Kolonie. Wähle eines der fruchtbaren Felder aus, um dort eine Farm zu bauen. Okay, ich vermute mal, das sind die, die jetzt hier grün markiert sind. Wobei, okay, ich denke mal einfach, die grüne Wiese bedeutet, dass das, man sieht es unter den Bäumen ganz leicht. Ich denke mal, die bedeutet, dass es ein Farmfeld ist. Und jetzt bauen wir, baue eine Farm. Okay, gut. Warum nicht? Einfach direkt neben dran. Jetzt kommt hier so ein kleiner, was ist das? So ein kleiner Flugbot. Und pappt da was hin. Quickly build a power plant to provide energy to your buildings. Okay, Kraft. The coal power plant has to be built on a coal deposit to operate efficiently. Okay, sehen wir irgendwo was, wie, was genau ist? Ja, unten links Kohlevorkommen. Wie, was das Interface genau bedeutet, das ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Das hier wäre auch ein Kohlevorkommen. Das wird aber nicht gehighlightet aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil hier Felsen drauf sind. Ich vermute mal, das ist einfach ein Teilblocker, den wir irgendwie entfernen müssen. Nadelwald sieht auch nach einem Teilblocker aus, aber das hier scheint bebaubar. Müsste man wahrscheinlich zuerst abreißen. Kostet 125... ja, Space Euro. ja, komm, dann bauen wir es hier, oder? Kohlekraftwerk. In welchem Jahr spielt das? Die verwenden Kohlekraftwerke in... ich meine, die haben Überlichtantriebe und verwenden Kohlekraftwerke. Das ist ein bisschen... Es ist jetzt nicht so logisch. Ich hätte mir da ein bisschen was Futuristisches vorgestellt. When the power plant is finished, we have enough energy for food production to run properly. Ich meine, die sind jetzt schon outdated. Okay. Ich denke, das ist hier der blaue Rand, ist das, was gerade gebaut wird. So. Without a supply of goods, the quality of life in your cities will remain low. Build a quarry or a wood factory. Okay, und warum sollten die die Zufriedenheit steigern? Was haben wir hier? Fruchtbarer Boden. Da sind aber Felsen drauf. Okay. Ja, man sieht den Boden irgendwie nicht so richtig. Das ist ein Kohlevorkommen. Gemäßigt. Ich glaube, da ist einfach gar nichts. Steppe. Güterproduktion. Steinbruch oder Holzfabrik? Ich denke mal, für eine Holzfabrik bräuchten wir... Wo sehen wir, was wir dafür kriegen? Ach, das sind die Dinger hier. Güter, okay. Der würde uns... Der Steinbruch gibt uns leicht mehr. Gebirge gibt plus 10%. Felsen 25%. Asteroid 35%. Ich denke mal, später können wir dann wahrscheinlich auch im Weltraum bauen, würde ich denken. Ja. Wald gibt uns... Was? Okay, sie wollen 37, Nadelwald und andere. Ach so, das betrifft die angrenzenden Felder, nicht das Feld, worauf wir bauen. Das ist das hier ist das Beste, weil wir hier zwei Wälder nebendran haben. So würde ich das mal interpretieren. Hier das blaue, der blaue Strich, der hier draußen rumfliegt. Ich glaube, das ist der Fortschrittsbalken. Der jetzt langsam wächst. Ganz genau. I know what you're thinking. Coal cannot be the answer to the energy supply problems of the future. Yep. But patent trolls have everything under their control. And small companies like us have to save a lot before they can afford licensing sustainable energy technologies. Ach, wirklich?
Although everything has been long researched and made available. What irony. Okay, ja, die Erklärung ist ein bisschen weit hergeholt, aber fein. Irgendwie ist es lustig. Patentrolle. Look, the first colonists arrived by orbital lift. They will leave your colony the same way if they're not satisfied with the quality of life. Die Patentrolle, die scheinen nur interessiert zu sein. Warte doch, bis ich so weit bin. Ich wollte gerade was erklären. Ja, ja. Darf ich jetzt... Okay, wir klicken das zuerst durch. Es ist... Die Patentrolle interessieren sich nur für Energieversorgung, ne? In Weltraumläften so, das ist überhaupt nicht patentiert. Wahrscheinlich auch sonst nichts. Erreiche eine Besatzung von 100.000 Kolonisten. Wir sind momentan bei 65.000. Lebensqualität ist auf 100%. Wachstumsphase 0 von 2 Stadtteile anbauen. Okay. Wohnraufe 25. Ich weiß jetzt nicht, was eine... Erweitern die vielleicht unseren Einflussgebiet? Ich vermute mal nicht. Aber ich baue das Ding hier draußen. Weil, warum nicht? Also wir müssen 2 Stück von den Dingern bauen. So wie es aussieht. Das heißt, gehen wir es an. Und da drüben auch nochmal eins. Werden die parallel gebaut? Scheint so. Also sieht es aus, als hätten wir mehrere, vielleicht sogar unbegrenzt viele. Nein. Es wurde gewartet, bis die Drohne wieder zurückkam. Now set up another district next to the city center. Okay, ja, wir haben den jetzt zwar nicht next, neben dem Stadtkern gebaut. Vielleicht, funktioniert das trotzdem? Jo, scheint gut zu sein. It is time to expand the city center. This will expand the borders of your colony and open up additional land for building. Ach so, okay. So, ich glaube, die Nummer 1 bedeutet, dass das einfach irgendwie so ein Level 1 Stadtkern ist. Von dem her, umbenennen muss es nicht unbedingt sein. Baue dein Stadtzentrum auf Stufe 2 auf. Müssen wir da irgendwie erst was erforschen? Weltstatus, Kolonie, Rating, Technologie hier vielleicht? Welcome to the technology panel. Here you can unlock new buildings. These are already copyrighted and patented, so you will need to pay for a license for every new planet you colonize. Auf jeden neuen Planeten neu bezahlen, okay. Es gibt keine All-Time-License. Ja, aber ich glaube... Preis nicht verfügbar. Ist das nicht der Stadt... Bin mir nicht sicher, ob das der Stadt... Kern 2 ist. Stadtzentrum. Stadtteil. Es steht immer noch eine 1 drüben. Was ist das hier? Thanks to industrial mining, you can open up new construction land by clearing rocks. Some rocks contain valuable minerals such as gold. Look closely to find these deposits. Okay. The next objective is to mine 200 gold for the company. In order to mine gold, you must build a warehouse. Okay. Ich hätte jetzt eher noch an einen Steinbruch gedacht, aber Warenhaus scheint auch okay zu sein. Seltene Ressourcen. Ich vermute mal, Gold fällt darunter. Okay, dann ja, bau mir das hier am Wasser. Warum nicht? Wir müssen aber, glaube ich, immer noch unser Stadtzentrum auf Stufe 2 ausbauen. Und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Was ist hier unter Energie? Ach so, das ist das Schnellbaumenü. Multitools. Reinigen, Reparatur, Ausbau vielleicht?
2 Ausbaustufen benötigt. Zähle die Werte auf den Dächern der benachbarten Stadtteile. Ach so. Okay, ich muss... Ja. Ich habe das hier falsch gemacht. Wir müssen benachbarte Stadtteile haben. Okay. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ist hier noch was? Nee, das ist das Lagerhaus. Das haben wir bereits gebaut. Okay, dann... Bauen wir da nochmal einen Stadtteil. Dann müssen wir noch einen zusätzlichen bauen. Ich glaube, sonst können wir das Stadtzentrum nicht ausbauen. Also die 1 hier scheint anzuzeigen, wie viele benachbarte Felder das besetzt sind. Weil es sieht so aus, dass das Gebäude hat das ebenfalls. Was mit dem ist, weiß ich nicht. Hier ist auch links, rechts so eine Anzeige. Das links ein Fortschrittsbalken? Ich weiß es nicht genau. So. You can press F1 to see a lot of hotkeys and control hints that will improve your management workflow. Ja, das... For example, you can keep Shift pressed and reuse the last tool or build the same construct again. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, können wir jetzt unser Stadtzentrum irgendwie aufbauen? Hä, die sind alle Stufe 1. Muss ich noch eins bauen? Die hier sind ein bisschen unzufrieden. Ich weiß nicht warum. Weil sie zu wenig Güter haben wahrscheinlich. Sollten wir hier nicht... das Gold mal abbauen? Okay, dann... bauen wir hier noch so ein Ding. Weil ich glaube, ich habe die am falschen Ort gebaut. Wahrscheinlich sind wir jetzt dadurch ein bisschen zu schnell gewachsen. So, ja, warten wir noch, bis da was ist. Das Gold wurde bereits... ist bereits weg. Felsen. Das hier ist auch nochmal Goldvorkommen. Du kannst diese rare Ressourcen, wenn du das Land claimst. Note that you must weigh the price for the claim against the value of the resource. Okay, wie können wir das Land claimen? Hier, Land übernehmen. Kosten 1000er. Ich kann momentan überhaupt nicht einschätzen, wie wertvoll das ist. Okay, so. Können wir jetzt das Stadtzentrum ausbauen? There are new buildings available. The company has also donated us a tech license. These are permits that will allow you to unlock and construct new buildings. Think carefully on how to spend them. Okay. Also. Was ist hier los? Quality of life in your districts is often reduced by local pollution and certain adjacent buildings. Oh, okay, das Ding hier, die Kohlemine hat eine negative Auswirkung. Plans for park districts. They improve the quality of life and this increases population growth and thereby your tax income. Verstehe. Okay, aber mir ist immer noch nicht klar, wie wir das Stadtzentrum ausbauen können. Hier, Ausbau für 2000, okay. Go for it. The expansion has been completed. The radius of your colony is increased now. Perfekt. Das heißt, das müsste jetzt das Gold auch in unserer Reichweite sein. Offers housing to twice as many colonists. Note that higher level cities demand more variety of supply. They need at least 2 different types of food and goods to really be satisfied. Ja, das ist das Anno-Prinzip. Die höherschichtigen Bürger haben höhere Ansprüche. Aber unterbrochen, wartet auf Verfügbarkeit deiner Drohne. Ach so. Die ist jetzt hier am Gold abbauen, so wie es aussieht. Gibt nicht wirklich einen Fortschrittsbalken. Es sieht so aus, auch generell, als wäre das Spiel ist in Echtzeit. Kein rundenbasiertes Spiel.
wie ich das eigentlich in der Regel von diesem Typ Spiel kenne. Aber was wird hier angezeigt? Parkdistrikt. Verbrauch minus 6. Ja, bau einfach mal so ein. Ich weiß jetzt nicht, ob der nebenan gebaut hätte werden sollen oder nicht. Aber es wird schon okay sein. Haben wir jetzt 2 Drohnen zur Verfügung, weil wir einen Stadtteil 2 haben? We now have access to research. Okay. May I introduce Professor Tustin. He heads our research department and acts as your personal technology. Ich glaube, den haben wir schon kennengelernt. Pleased to meet you. Ja. In the research panel, you can research upgrades for your buildings. Ja, das hast du schon erzählt. Click on the research button in the upper left corner to get there. Gut. In this panel, you can research upgrades for your colony buildings that mostly make them either more efficient or more sustainable. Doing your own research takes time. You also can use research licenses to unlock technologies instantly. Okay. Sehr interessanter tech tree. You can buy and sell research licenses for money. Ja, Startstufe 2, das haben wir doch schon, oder? Das sind die Technologien, die wir schon selber, wo wir bereits freigeschalten haben, denke ich mal. Nahverkehr. Forschungslizenzen 1. Kann ich jetzt einfach irgendwas nehmen? Medikation. Upgrade für Viehzucht. Haben wir nicht. Bestandspflege. Upgrade für Holzfabrik. Ich denke, wahrscheinlich sollte man irgendwie gucken, dass auch die Leute ein bisschen zufrieden sind. Zementverarbeitung. Automatisierung. Upgrade für industrielle Farm. Mehr Nahrung. Hört sich gut an. Erforschen oder lizenzieren? Ich meine, wir haben eine Lizenz. Komm, wir lizenzieren das jetzt einfach. Du musst erst in Verbindung stehendes Feld erforschen. Haben wir doch schon. Hier, das da. Hä? Wir haben doch hier schon 2. Warum geht das nicht? Das ist doch die... Oder haben wir nur das? Haben wir die noch nicht? Sind das die, die wir erforschen können? Ich dachte, das wären die, die wir haben. Aber anscheinend nicht. Okay, das hier sind die Kategorien, so wie es aussieht. Okay. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auf jeden Fall interessant gemacht. Herbizidresistenz, Upgrade für industrielle Farm. Ja, dann denke ich mal, sollten wir wahrscheinlich das da mal machen. So, da haben wir unsere Forschungslizenz ausgegeben. Und dann würde ich sagen, machen wir Optimierung, erforschen wir noch. Für mehr Energie, das hört sich ja auch ganz gut an. Aber gut, dann, ich hoffe, es gibt irgendwie einen Pausieren-Knopf. Ich drücke einfach mal die Escape-Taste. Würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Das war's mit der ersten Episode von Imagine Earth. Beim nächsten Mal machen wir weiter und gucken, wie unsere Kolonie weiter wächst. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.